Vielen Dank. Zu einer weiteren großen EM-Party. In Deutschlands führenden Comedy-Kanal. Sehr aufmerksam. Vielen Dank. Sehr freundlich. Danke, danke. Ja. Das muss hier alles seine Ordnung haben. Das gibt's gleich bei uns zu gewinnen. Wir haben heute eine Riesensendung, meine Damen und Herren. Wir haben zwei unglaublich attraktive Frauen zu Gast. Wir haben die Möglichkeit, für eine Dame hier im Studio 1000 Mark zu gewinnen. Und wir haben eine sensationelle fußballerische Aktion. Wir haben hier vor dem Studio, Sie haben es gesehen beim Reinkommen, einen echten Rasen aufgebaut. Sieht toll aus, oder? Ja, es sieht fantastisch aus. Die Herrschaften sind noch ein bisschen schüchtern, aber das kriegen wir schon im Verlauf der Sendung. Vielleicht denken Sie auch nach. Noch 3 Tage bis zum entscheidenden Spiel gegen England. Was sagen Sie zu dieser Diskussion, die jetzt um den Rekord internationalen Lothar Matthäus ausgebrochen ist? Unschön, oder? 150 Länderspiele und viele im Team sagen, ja, er ist ein Sicherheitsrisiko. Heute stand es in allen Zeitungen. Und ich frage mich, wird er spielen am Samstag? Es gibt eine interessante Tendenz. Mario Basler hat sich zurückgemeldet und er hat etwas Geheimnisvolles gesagt. Er hat gesagt, wenn Ribbeck nicht mehr Trainer ist, dann werde ich wieder in der Nationalmannschaft spielen. Das heißt, Mario schon gegen England? Haben Sie gerade gesehen? Diese junge Dame guckt ja ein bisschen mit diesem Gesichtsausdruck. Sehen Sie? Ja, das ist der Gesichtsausdruck. Jetzt kann ich schon zu Hause die ganze Zeit die blöden Spiele angucken und hier auch noch Fußballwitze. Für Sie ein erfrischendes McManaman. Und schon lacht sie wieder. Man muss einfach auf Frauen zugehen bei diesem Thema. Viele fragen sich ja, warum soll Basler nicht spielen? Auch vielleicht einfach nachnominiert für den Samstag. Ich meine, der Unterschied ist, Lothar hat ab und zu mal einen Muskelriss und Mario hin und wieder einen Filmriss. Ja, aber das ist alles aufzufangen. McManaman. Ich würde gerne mal wissen, wie jetzt in Wals, in unserem Grenzlandhotel, die Stimmung ist, oder? Das wäre doch interessant zu wissen. Hallo, Sie? Hier vorne hinschauen. Habe ich neulich schon gesagt. Ja, zeigen Sie bitte in Großaufnahme, meine Damen und Herren. Vicky Leandros mit kurzen Haaren. Immer mehr Leute hier. Vielleicht holt sie sich die 1000 Mark. Gleich. Ja, ja, ja. Der Onkel Lehrer sieht alles. Immer mehr Leute hier, das reicht jetzt ein, schauen auf diese Karten, von denen ich die Witze ablese. Nein, hier vorne. Hier, Sie schauen nach vorne und ich lese da. Slowenien haben so gut gespielt. Man will gar nicht. Ja! Gestern 3-3, oder? Slowenien hat doch fantastisch gespielt. Haben Sie gesehen? Gegen Spanien 3-0 hinten gelegen und das noch aufgeholt, oder? Sie waren so gut, man glaubt nicht, dass die mal zu Österreich gehört haben. Supermodel Elle Macpherson heute Abend bei uns im Publikum. Slowenien, das liegt auch an ihrer Hauptstadt, die heißt wie? Laibach. Ljubljana. Ljubljana. Können Sie üben, wenn Sie Zähne haben, die nicht richtig passen? Ja? Ljubljana. Und nicht etwa Maribor, wie ein ehemaliger Mitarbeiter von uns behauptet hat. Der doch am Freitagabend seine Papiere bekommen hat. Er wusste nicht mal bisher, dass er welche hat. Ja, aber hat sie bekommen. 3-0. Ich meine, liebe Slowenen, 3-0 führen und dann ohne G ist hart, oder? Aber ich meine, wir waren damals auch schon kurz vor Moskau. Das ist auch eine tolle Reaktion. Das ist die leicht verzögerte, darf ich da noch lachen oder ist es politisch nicht mehr korrekt, Reaktion.
Der eingesprungene Applaus, der mimisch signalisiert, eigentlich bin ich schockiert. Ja, kurz vor Moskau, damals im Urlaub. Und da hatten wir Reifenpanne und mussten zurück. Ich muss mir immer Ausreden überlegen, ja, falls Herrschaften böse werden. Wir haben heute Abend in dieser Sendung, in der eine deutsche Frau sich auf ehrliche Weise 1000 Mark verdienen kann. Ja, wirklich wahr. 1000 Mark. Ein Top-Programm. Wir haben zwei großartige Frauen. Wir haben eine fantastische Sängerin und wir haben eine hinreißende Sportlerin, die es in Amerika geschafft hat, Karriere zu machen, denn sie spielt in Las Vegas Basketball. Viele glauben ja, in Las Vegas spielt man nur mit einem Arm, aber das ist im Casino. Nein, sie wohnt dort mitten in der Wüste. Das fällt ihr leicht, dass sie in Pforzheim geboren und ist dann in Norddeutschland aufgewachsen. Und sie hat es geschafft, als deutsche Spielerin in die knallharte amerikanische Basketballliga zu kommen. Heute Abend bei uns Linda Fröhlich. Alle haben geklatscht. Ich muss jetzt mal ein bisschen kontrollieren, weil der hier sonst so eine Lockerheit einreißt. Und schließlich sind wir in einer Unterhaltungssendung, da kann nicht jeder machen, was er will. Das wird jetzt bei mir manisch. Das ist absolut manisch. Am Samstag gegen England. Ich schaue das Spiel in Uniform. Ja, in meiner Sanitäteruniform vom Zivildienst. Mein zweiter Gast ist eine unglaublich attraktive Frau und eine hervorragende Musikerin. Unser lieber Freund Jürgen von der Lippe hat sie im Februar zum ersten Mal präsentiert in seiner Sendung Geld oder Liebe. Und sie macht die Titelmusik für Ally McBeal. Die Fans werden das wissen und sie ist auch regelmäßig in dieser Serie zu sehen, wenn nämlich Ally mit dem kurzen Röckchen mit den Anwaltsfreundinnen in die Bar geht, um abzufeiern oder sich einen Mann zu krallen. Dann ist sie hin und wieder als Sängerin in dieser Bar mit dabei. Mit einer tollen Live-Nummer heute Abend bei uns, Wanda Shepherd. Ganz wichtig für Sie, meine Damen und Herren, falls Sie noch sexuell praktizierend sind oder falls Sie einen Kinderwunsch haben oder auch nicht, ab morgen auf dem Markt das neue Verhütungsmittel Implanon. Und zwar folgendes: Die Frau pflanzt sich ein Stäbchen in den Oberarm und es hält für 3 Jahre. 3 Jahre lang das Verhütungsmittel bzw. das Hormon Gestagen. Ruhe. Unglaublich. Ich weiß gar nicht, wie man das testet. 3 Jahre lang, daher kommt auch der Spruch, ja, alle Spermien stehen still, wenn dein starker Arm es will. Gerade wir als Gewerkschafter. Mögliche Nebenwirkungen sind, glaube ich, Bartwuchs oder, nein, ich weiß nicht, Akne, da muss ich warnen. Akne kann als möglich, das war neu. Weil ich habe nicht gewusst, dass Akne eine Nebenwirkung ist. Ich dachte, Akne sei ein Verhütungsmittel. Das war der. Und diese junge Dame hier, meine Damen und Herren. Her Royal Highness Sarah Ferguson mit dem modernen Stufenhaarschnitt. Bei uns auf dem Parkplatz geschnitten, 8,50 waschen, legen, föhnen. Für viele der Hauptgrund, abends zur Show zu kommen, weil unser Studiofriseur hier abends noch. Ja, es geht los, meine Damen und Herren. Und zwar Gotthilf Fischer. Sie wissen, der sympathische Ecstasy-Pudel. Ja. Er möchte, Moment. Er möchte. Gotthilf Fischer möchte auf der nächsten Love Parade mitmachen. Und er sagt, ich möchte überall sein, wo kein Krieg ist. Ja? Toller Satz. Ich bin überall, wo kein Krieg ist.
Und es ist mir egal, ob ich ausgelacht werde. Und ich möchte singen, hoch auf dem gelben Wagen. Techno. Umcha, 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 umcha. Und viele Raver werden denken, was ist das? Das ist die Nebenwirkung von Ecstasy. Finger weg in Zukunft. Vorwärts die Rasse traben, lustigste, la, 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 la. Und in Italien hat man etwas, was wir jetzt erst bekommen werden. Frauen bei der Armee. Folgendes. 2500 Frauen in Italien haben sich beworben für die Armee als Offiziersanwärterin. Und nur 41 haben den Test geschafft. Das muss ich mir vorstellen. 41 von 12.500. Keine Allgemeinbildung. Zu wenig als Offizier in der italienischen Armee. Und 1000-Meter-Lauf nicht geschafft und bei weniger als 10 Liegestützen zusammengebrochen. Das hat uns zu folgender Überlegung gebracht. Danke. Italien! Okay, aber wie sieht es aus mit deutschen Frauen? Mit deutschen Frauen und 10 Liegestützen. Guten Abend, seid ihr Deutsche? Ja, ja, hallo. Wo kommt ihr her? Recklinghausen. Recklinghausen. 10 Liegestützen? Schaffe ich nicht. Nee? Sie, junge Frau? Auch. Welche junge, moderne, gerne auch passend gekleidete Dame schafft 10 Liegestützen? Sie haben doch eine Hose an. Ja. Schaffen Sie 10 Liegestützen? Nee. Wirklich nicht? Nein. Und Sie wissen ja, es gibt für jede Liegestütze 100 Mark. Mal probieren. Mal probieren. Wollen wir mal probieren? Wie heißen Sie? Gladys Monika. Gladys? Monika, mit Vornamen. Monika, wo kommen Sie her, Monika? In der Nähe von Nürnberg. Almechner, woher denn genau? Aus Schwarzenbruck. Aus Schwarzenbruck bei Nürnberg. Ja. Sind Sie sportlich? Sie sehen sehr sportlich aus und trainiert. Eigentlich nicht. Nee? Wollen Sie mal probieren, Liegestützen? Ja. Es geht darum, den italienischen Frauen zu zeigen, nicht alles ist Nudel. Ja? 100 Mark pro geschaffter Liegestütze. Und ich bin sehr großzügig, wirklich. Ich finde toll, dass Sie mitmachen. Ja? Nee, muss ich im Hudi-Dialekt sagen. Ich finde es übel, dass Sie mitmachen. Toll. Haben Sie schon mal was mit dem Krokodil erlebt? Das ist so eine Rudi-Frage bei seinen unabgesprochenen Interviews. Ja? Also haben Sie was mit dem Krokodil erlebt? Und sagt er, ja, da war ich kürzlich mal gefangen und da bin ich rausgerissen worden und so. Aber das ist ja nicht unsere Show. 10 Liegestützen. Monika? Ja? Ja? Einfach hier mit, ist das der Verlobte? Der Freund. Der Freund. 10 Liegestützen. 1. Sehr gut, sehr gut. Aber gut, Monika. 2. 3. 4. 5. 6. Monika! 7. Monika! Eine! Monika! Yeah! Toll! Viel Spaß, schönen Abend in Köln! Monika! Ja, toll! Hey! Hey! Ja, Italiener! Deutsche Frau! Love it! Meine Damen und Herren, achten Sie jetzt auf unsere Monitore. Wir haben einen tollen Werbespot. Wir haben einen tollen Werbespot. Sie wissen, wir sind so großzügig, weil die Industrie so viel bei uns Werbung bezahlt. Wir schenken der Industrie ab und zu mal Spots. Einen tollen Spot für alle, die sich gerne gesund ernähren. Eines Tages werden Sie aufwachen und feststellen, was für eine unglaubliche Sauerei man mit Margarine machen kann. Die neue Lötter zum in die Presse schmieren. Wunderbar. Noch weniger Cholesterin. Das war toll, oder?
Es war fantastisch gemacht von Monika. Und es wird die italienische Armee anspornen, wenn man sieht, wie einfach das eine deutsche Frau schafft. Ich habe heute Mittag einen interessanten Begriff kennengelernt. Und zwar, wir haben hier im Team ja fantastische Mitarbeiter, die häufig für Sie nicht zu sehen sind, weil sie natürlich hinter den Kulissen oder hinter den Kameras wirken. Und ich habe folgenden Begriff hier heute Mittag kennengelernt. Kommt aus dem Holländischen und bezeichnet dort Mitarbeiter, die hinter, ich muss hier ein bisschen, dieser Begriff hier. Geht eigentlich ein Wort, aber ich habe zu groß angefangen. Wie heißt dieser Begriff? Wo sind unsere Holländer im Team? Donail-Knechten. Donail. Nicole? Wie spricht man das aus? Donail-Knechten. Donail-Knechten. Weißt du, was das heißt? Nee. Das sind Kabelhilfen auf Holländisch. Und Stagehands. Donail-Knechten. Bring die Tunnelknechte rein. Noch nie gehört den Begriff? Nee. Tunnelknecht, das hat mich so fasziniert. Was heißt denn Tunnel? Tunnel? Heißt es Werkzeug? Kannst du gar kein Holländisch? Doch, ich kann Holländisch, aber ich weiß nicht, was das heißt. Du kannst Holländisch, aber du kennst Tunnel nicht? Nee. Tunnelknecht ist eigentlich ein geläufiges Wort. Hört man auch oft in der Straßenbahn so, hey, der Tunnelknecht, den Fahrkarte wieder so. Ja. Nee, ich glaube, es ist ein Fachausdruck. Aber ich werde nachher fragen, meine Damen und Herren, Sie werden es nicht glauben. Sie werden es nicht glauben. Edgar Davids spielt nachher bei uns mit. Edgar Davids aus Olympia. Tunnelknechten. Und jetzt ist Folgendes. Ich habe es eingangs schon erwähnt, es geht die Diskussion los. Was wird mit Lothar Matthäus? Wer soll spielen gegen England? Das wird am Samstag unser Schicksalsspiel. Frage, was glauben Sie, wer stellt die deutsche Fußballnationalmannschaft auf? Erich Ribbeck? Nein. Es ist Franz Beckenbauer. Wie schon immer. Ja? Und das macht aber nicht so, dass er einfach den Erich anruft und sagt, ja Erich, heute ist Weihnachten, pass auf. Ich sag dir jetzt, wer ist. Nein. Franz macht das via Bild. Er schreibt einfach in Bild, wen er ganz unverbindlich vorschlagen würde, wer spielen soll. Und wir haben uns gedacht Folgendes. Am Samstag ist zu befürchten, dass die englische Boulevardpresse wieder böse zulangt. Dass wir uns wieder Vergleiche mit unschönen Zeiten aus unserer Geschichte gefallen lassen müssen, wenn aufgehetzt wird zum Sieg gegen die deutsche Mannschaft. Und wir schenken der Bild-Zeitung die Schlagzeile vom Samstag und wir haben die Spieler bereits nominiert, die am Samstag spielen müssen. Auch ein kleiner Service an Franz. Er braucht nicht lange nachdenken, er nimmt einfach das, ruft den Erich an, der sagt es dem Lothar und Lothar stellt die Leute auf. Und das Dumme ist, dass Lothar selber nicht spielt, aber ich glaube, dafür hat er Verständnis, denn irgendwann macht eben der Muskel zu. Diese Schlagzeile, meine Damen und Herren, wollen wir am Samstag lesen. Hello, Tommies, these crowds will fuck you. Mit der Besetzung Bodde, Scholl, Janka, Ulf Kirsten, Deisler, Jeremies, Ballack, Nowotny, Babbel, Didi Hamann und Olli Kahn in einer neuen Position, nämlich als Torwart, weil gegen Rumänien muss der Libero spielen. Fußball-Insider-Joke. McManaman. Sie gieren danach, ich spüre das, jetzt mit uns ins Freie kommen zu dürfen, meine Damen und Herren. Und zwar Folgendes. Das hier ist der offizielle Euroball. Viel leichter als sonst. Und Sie wissen ja, Sat.1 gibt jedes Jahr 17 Fantastilliarden aus für die Bundesliga-Rechte, um spannende Spiele wie Hansa Rostock gegen die A-Jugend live am Freitagabend übertragen zu dürfen. Da ist natürlich die ganze Knete weg. Mit anderen Worten, die Europameisterschaft sehen Sie bei den Kollegen von ARD und ZDF. Macht nichts. Sie müssen bei uns trotzdem nicht auf die spannendsten Szenen verzichten, denn wir spielen die spannendsten Szenen aus vergangenen Spielen einfach für Sie nach. Sympathisch, handgestrickt, selbstgemacht. Und ich darf Sie, meine Damen und Herren, einladen. Kommen Sie jetzt bitte zügig mit nach draußen in unser Stadion. Dort werden Sie die Highlights der bisherigen EM sehen. Wir gehen dazu hier nach draußen. Das ist übrigens der Weg, wenn Sie zu uns ins Studio kommen, den die Zuschauer jeden Abend nehmen. Hallo, da steht unsere
Mannschaft von der Theke. Hier können Sie ein Kaltgetränk Ihrer Ihre Wahl zur Verfügung nehmen. Und hier draußen, meine Damen und Herren, man glaubt es kaum, im Hochsicherheitstrakt laufen sich bereits die ersten Spieler warm. Und das ist die absolute Sensation. Edgar Davids beim Warmschießen mit dem englischen Nationaltorwart Schnauze Seaman. Das erste Tor, das wir Ihnen zeigen, ist das sensationelle Tor von Figo. Ich bin Figo, ist klar. Ja? Das ist Juju Maribor, der portugiesische Passgeber. Und Helmut ist der Abwehrspieler, der Englische. Wie hieß der? Weißt du das? Nee, vergessen. Nee, Adams oder so. McManaman. Du stehst hier, Helmut, und das Tolle war, du musst jetzt den Pass genau so geben, dass ich das machen kann wie Figo. Der Pass kam, ja, wenn Sie das Spiel nicht gesehen haben sollen. Der Pass kam. So, der Pass muss auf mich kommen. Gib ihm nochmal. Okay. Ich kann mich nicht bewegen, weißt du, ich bin der Star der Mannschaft. Ja? So, der Pass kam, so, dann kam Figo praktisch, halt, bleib stehen, mach die Beine breit. So, hat den Spieler getunnelt und durch das Tunnel. Aber er ging eigentlich oben in die Ecke, oder? Ja? Er hätte eigentlich oben in die Ecke gehen. Ich habe die falschen Schuhe, weißt du? Ich habe diese italienischen Schwuchteltreter an da. Ich spiele barfuß. Wie Rumänien. So, und du jetzt? Du warst noch ein bisschen weiter. Er hat noch alleine getrippelt. Er hat alleine getrippelt, ja. Und der musst auch gegen das Bein schießen und dann rechts oben muss er ran hinkommen. Ja, genau. Ich muss gegen das Bein schießen. Also, spiel es in den Lauf. Ja? Der läuft, er trippelt alleine durch die Beine. Ja, schade. Helmut! Ja, tut mir leid. Es lag an dir. Nochmal. In den Lauf. Anders. So, er hat alleine getrippelt. Mach die Beine richtig breit, richtig breit. Komm, stell dir vor, es ist Weihnachtsfeier. Ja! Ja! So, sehr gut. Das war das Figo-Tor, ja? Ja. Jetzt kommt als nächstes Numes. Numes. Sie müssen sich vorstellen, ich bin 19, habe so leicht fettige Haare und so einen Haarreifen drin. Ja? Und das Tolle bei Numes war, wir brauchen jetzt zwei Gegenspieler. Ja. Ja? Zwei England. Du bist auch Engländer? Da mache ich auch England, ja. Ja, du bist jetzt auch England. Und wer schlägt den Pass? Also ziehst du extra ein englisches Trikot an. Wer schlägt jetzt den Pass? Den machst du dir selber. Den Pass selber. Ja, genau. Praktisch. Dann kommt er auch genauer. Ja? So, es ist folgendes, wenn Sie das Spiel nicht gesehen haben. Er hieß irgendwie Nuno Gomes. Ja? So, das ist der englische Torwart Seaman. Seit 400 Jahren im englischen Tor. Hat übrigens auch, muss ich den Bart mit John Tiriak teilen fürs ZDF. Ja. Jetzt kam der Pass so. Der Pass kam praktisch so rein in den Lauf von Nuno Gomes. Er ließ zwei Engländer aussteigen und haute ihn mit dem Außenriss. Ich mach nochmal. Ich war zu abgelenkt. Nochmal. Ja, aber Sie können auch ein bisschen mehr Unterstützung machen, ja? Weil Sie wissen ja jetzt sozusagen. Jetzt kommt ja dieser Angriff und jetzt waren Sie Körper. Ja! Es sehr gut, er macht Platz. So. Und jetzt kommt die umstrittenste Szene bisher bei dieser Europameisterschaft und zwar das Foul nach den neuesten Regeln von Schalke-Spieler Nemetz an, wer war es, Frank de Boer? Ronald de Boer. Ronald de Boer. Ich bin de Boer, klar, dem Unrecht geschieht. Ja? Und wer ist Nemetz? Du. Ja, dann mach ich Nemetz. Ich dachte, du bist Nemetz. Ich bin Nemetz? Ja. Was, ich soll faulen? Ja, aber er ist doch Ronald. Also er ist doch der Er ist doch Davids. Ach so, ja, aber ja. Ich dachte, der macht ja, aber gut, aber die hassen sich doch, Davids und Ronald. Aber es wäre schön. Dann machst du Ronald Koeman, Edgar Davids, meine Damen und Herren. Ja. So. Ich bin Nemetz. Ja, schon vorbei. Das war dieses Foul, aber lass es nochmal machen. Er hat gar nicht so stark. Ja, er hat ihn eigentlich kaum berührt. So, gib nochmal rein. Ja. So. Ja. So war das. So. Und jetzt ist das Entscheidende. Jetzt, meine Damen und Herren, kommt der Schiedsrichter des Jahres 2000 aus Italien, Alonso Glatze. Hier. So. Und ihm mache ich das hier.
Das war doch nie ein Foul. Ja. Und dann wissen Sie, das haben wir Ihnen gestern schon gesagt, hat er von einem Schiedsrichterassistenten von draußen Typ gekriegt, jemand hat sich Asseloch gesagt. Und jetzt praktisch zum Publikum, rote Karte und aus der Zuschauertribüne, das war gelb, oder? Ja, hier. Aus der Zuschauertribüne zum Duschen geschickt. Das war neu bei dieser Europameisterschaft. Nochmal einmal, gib mal so einmal rein. Mach Platz, Georgi, weißt du? Schieß mal einmal richtig. Schieß mal. So, das war's, haben wir alles gezeigt. Ja. Es hat gut geklappt. Danke, Georgi. Du hast gut mitgespielt. Schön, dass du Platz gemacht hast bei dem einen Schuss. Meine Damen und Herren, tun Sie uns einen Gefallen. Gehen Sie auch zu einer anderen großen Veranstaltung in diesen Tagen, die ein bisschen schwer gestartet ist, zur Expo. Wir haben uns entschlossen, bei unserer sympathischen kleinen Familienshow diese tolle Veranstaltung ab heute zu unterstützen. Portugal-England 3-2, Belgien-Schweden 2-1, Rumänien-Deutschland 1-1. Soweit die aktuellen Zuschauerzahlen der Expo-Besucher aus den einzelnen Ländern. Erschreckend, ein Skandal, das muss doch besser werden. Wer will schon ins sonnig warme Disney World nach Orlando, Florida mit jährlich 40 Millionen Besuchern und einem Haufen, na wie heißt das noch, ach ja, Spaß. Als wenn das die Expo nötig hat. Ebenfalls von den Amis liebevoll gemacht, das weitläufige Ausstellungsgelände. Doch was macht man, wenn keiner kommt? Hier ein paar Anregungen. Hannover darf in Zukunft nur noch Englisch ausgesprochen werden. Hanover. Klingt cool, hip und kommt voll kultig bei den Teenies an. Probieren wir es doch gleich mal aus. Hey Sie, sagen Sie mal Expo Hannover. Expo Hannover. Sehen Sie? Sieht ganz schön runter, was? Und jetzt bitte mal Expo Hannover. Expo Hannover. Expo Hannover. Expo Hannover. Expo Hannover. Expo Hannover. Krass, oder? Voll spacey. Sieht doch schon mal ganz anders aus. Auch unter der Expo-Werbekampagne mit gepiersten Ludern und heißen Girlies hatten wir uns eigentlich was anderes vorgestellt. Dabei hatte man doch schon ein Maskottchen gefunden. Ein weiterer Tipp, es muss mehr Action her. Zum Beispiel in der Schießbude des afrikanischen Pavillons. Die Tschechen machen's vor, auch zum Ringelpiez. Erleben Sie lachende Handtaschen beim Krokodilskitzeln im Regenwaldpavillon. Oder besuchen Sie doch mal das neue Wüsten- und Steppenareal. Es erstreckt sich vom hinteren Teil des Expo-Geländes bis eigentlich zum Eingang. Ja, schauen Sie mal selber. Gut, Disney World hat vielleicht Goofy, aber dafür haben wir Birgit Breul. Der sympathische Expo-Chef zeichnet verantwortlich für diesen wunderschönen Themenpark und packt noch selbst hinter den Kulissen mit an. Also, packen Sie Ihre Familie in den Kofferraum und kommen Sie zur besten Ausstellung der Welt, zur Expo Hannover! Mein erster Gast heute Abend, meine Damen und Herren, hat etwas Außergewöhnliches geschafft als deutsche Frau im hart umkämpften amerikanischen Basketball. Einen Feind gefunden, und zwar the Las Vegas Lady Rebels der University of Nevada. Herzlich willkommen, Linda Fröhlich. Hallo. Es ist ungewohnt für mich, meiner Frau in die Augen schauen zu können. Ja, wirklich. Meine meisten Frauen sind ja sehr klein, nur 1,75 oder so. Ja? Mhm. Aber wie groß bist du? 1,87. Und ich weiß das von großen Frauen, dass es für die so in der Pubertät oder so häufig mal ein Problem war, ja, wenn man dann mit Zwergen tanzen muss. Mhm. War das für dich auch so oder war es nie ein Problem? Ich wollte eigentlich immer so 1,92 werden. Wirklich? Ja, und deshalb war das für mich eigentlich ziemlich enttäuschend, dass ich es nie geschafft habe. Giltst du als klein unter Basketballerinnen? Ja. Also nicht, sagen wir nicht klein, aber mittelmäßig. Wirklich? Ja. Wer ist die Größte? Die Größe, die ich kenne, gegen die wir gespielt haben, ist einer aus Polen, 2,17 Meter. Und eine 2,17 Meter große Polin. Wo kann man die sehen? Die in der NBA, WNBA. Die spielt auch in Amerika. Spielt die auch? Ja, die spielt jetzt gerade in Amerika. 2,17 Meter. Ja. Ja, wo kriegt die denn Schuhe?
Das ist ja, das sogar. Ja. Das sind wahrscheinlich Maßanfertigungen, oder? Ja, muss. Ja? Muss. Was hast du für eine Schuhgröße? 43. Das geht noch. Aber es sind natürlich Herrenschuhe dann, ja? Ja, es ist. Ja, gut. Ja, wieso? Das zum Beispiel. Sind die einfach zu finden? Die hier zum Beispiel habe ich in Las Vegas gekauft. Also in Las Vegas fing es an, dass ich mich mit Damenschuhen bestücken könnte. Ja. In Deutschland bis zum Alter 19 habe ich halt Männerschuhe getragen. Ja. Und wieso gibt es in Las Vegas so große Frauenschuhe? Ist das da in der Wüste? Werden die Füße länger? Oder? Ich weiß nicht, vielleicht machen die einfach Monster anfertigen. Oder ja. Ich weiß es nicht. Wie ist das Leben in Las Vegas? Wir alle kennen es, wir kommen irgendwann mal mit dem Bus hin, werden irgendwo zu Siegfried und Roy reingekippt, verlieren das ganze Geld, ja, gehen irgendwie so, Wahnsinn, fahren wieder weg. Mhm. Aber du lebst ja da. Sag mal, für mich ist es ein ganz normales Leben, außer dass ich komme ja mehr vom Dorf, dass vielleicht ein Hotel so viel Lichter hat wie mein kleines Dorf alleine. Ja. Also es ist viel gigantischer, alles ist viel toller. Ja. Aber man gewöhnt sich dran, man ist Sportler, besonders als Sportler ist man ein Sportler, ob jetzt in China oder... Ist es eigentlich egal, ja? Drumherum? Ja. Man hat die Trainingshalle? Ja. Die sind wahrscheinlich sehr komfortabel, die Trainingsbedingungen, oder? Die sind auf jeden Fall... riesige Halle, wir haben 20.000, also 20.000 Leute passen in unsere Halle, in der wir trainieren. Ja. Und da ist ziemlich einsam eigentlich im Training. Ja. Aber ist es Luxus, den man hier nicht alles findet. Wahrscheinlich permanent auf minus 40 Grad gekühlt, ja. Da in der Wüste. Ja. Was ist das? Lebst du in einem Hotel? Nein, ich lebe in einem Apartment, also in einer Wohnung. Ja. Und die teile ich mit zwei Leuten. Auch Sportlerin oder Tänzerin? Nee, letztes Jahr hatte ich einen Jungen, der war irgendwie Radiologiestudent, ganz was anderes. Ich weiß. In Nevada, da geht er wahrscheinlich nur in der Wüste rum und ist noch so viel verstrahlt von den ganzen Tests oder so. Ja? Dann piep, 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 piep. Ja. Nee. Und dann eine Softballspielerin aus Australien dann. Aha. Halt. Ja. Und die hast du schon mal so eine Show gesehen, zum Beispiel Siegfried and Roy? Als Studentin hatte ich leider noch nicht das Geld dazu. Es sind $80, die man bezahlen muss. $80? Ja, und das kann man halt nicht einfach so hingehen. Ja, aber ich glaube, wenn die das wüssten, wenn die das erfahren, come on, we invite you. Also ich meine, die laden nicht gratis ein. Die wohnen ja da auch irgendwie mit ihren Tigern mitten in der Wüste in so einem wahnsinnigen Haus. Hast du das mal gesehen? Ich bin mal dran vorbeigefahren. Ich hab's gesucht eigentlich. So. Du wolltest mal klingen. Ja, nicht richtig. Ich habe ein Auto gesucht in der Gegend. Das war so ein eher mexikanisches Viertel. Was heißt das? Das war halt doch ziemlich heruntergekommen. Ja, und was nichts gegen die Mexikaner natürlich heißen soll, aber es ist eine andere Kultur. Ja. Ja. Nein, das ist ja subjektiv empfunden. Ja. Das ist super, oder? Wir sind in Deutschland politisch sehr korrekt. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Ja. 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 Also, ich bin dann halt dahin gefahren und hab's halt im Vorbeifahren dann doch gesehen. Ja. Und dann wollte ich mal genau hingucken, aber irgendwie war das alles abgeriegelt. Security? Nicht so richtig. Nee? Nee, gar nicht. Da waren nur so Porzellanlöwen davor oder so. Also doch und sehr geschmackvoll gemacht, alles. Ja. Und mehr auch nicht. Es sah nicht besonders aus. Nicht so, wie ich das hier im Fernsehen mal gesehen habe. Ja. Und ich weiß ja nicht, ob das jetzt einfach nur da ist, wo die... wohnen, also am Wochenende wohnen oder ich weiß nicht. Sie haben, glaube ich, im Mirage, wo Sie auftreten, wenn Sie da noch sind, haben Sie, glaube ich, ein großes Apartment, wo Sie auch wohnen, die Woche über. Die spielen ja zweimal pro Tag. Okay. And the weekend is when we're the Tigers. Wir hatten Sie schon mal zu Gast, das ist toll. Ja? Ja, also auch wie natürlich die geblieben sind in all den Jahren und so. Ja. Wir sollten mal, interessiert sich mal, wir organisieren eine Karte. Es ist toll. Okay. Sie sind wirklich auch so, anybody from Germany here tonight. Und so, dann bringen Sie da auf die Bühne. Ist faszinierend. Wie kommt man als deutsche Spielerin doch nach Amerika, wo ja wirklich also Basketball einen ganz anderen Stellenwert hat als bei uns? Also ich habe in der Junioren-Nationalmannschaft gespielt und habe dort eine EM gespielt, und also internationale Turniere. Und dort kommen halt die amerikanischen Scouts. Die haben mich gesehen und man kommt dann auf so eine Liste, die dann durch ganz Amerika durchgeht. You want her? Look at her. Yeah. She's Polish. Okay, have her. Okay, 2,17 Meter. Ja. Fühlt man sich dann nicht so ein bisschen als Fleischbeschau? Man kommt auf eine Liste und wird rumgereicht. Ja. Ja. Man, im Fernsehen ist das üblich, aber da wollen die Frauen das. Aber im Sport ist das nicht ungewöhnlich? Es wird so. Es ist einfach...
Es ist einfach so. Es fängt im kleinen Verein jetzt schon an, dass halt nur die Besten gefördert werden. Also ja. Jetzt, ich sage jetzt nicht bei allen, aber so ja. Haupt in den meisten halt. Und es ist einfach, wenn du gut bist, dann wirst du genommen. Und wenn nicht, dann kümmert sich auch keiner um dich. Und ich denke... Und aus deinem Lächeln nehme ich, du findest du okay. Du bist ja gut. Ja, aber das hält ja nicht für immer an. Ne? Und deshalb muss man auch lernen. Das heißt, was lernst du? Ich studiere Psychologie und in Nevada. In Nevada. Du studierst Psychologie in Nevada. Ja. Das heißt, ihr geht einfach in so eine Spielhölle und macht Fotos. Oder? Wo die Bekloppten sitzen. Diese Händler mit den großen Pappbällern. Ja? Psychologie in Nevada. Ja. Ist das gut da? Ist die Universität gut? Sag mal, sie ist jetzt nicht eine von den Besten, ja. Akademisch gesehen, aber. Also so deutscher Standard. Halt ja, man muss halt wirklich sagen, dass ich gehöre ja zu den Top 10% akademischen ganz in meinem Jahrgang in Amerika. Aha. Und naja, das zeigt halt dann vielleicht das Niveau dann auch. Ja. Also weil ich mache ja, es ist. Du merkst, das deutsche Publikum hat Schwierigkeiten mit der Leistung, ja? Wenn hier einer sagt, ich bin top, wer Erfolg hat, soll Ding. Das ist hier. Hier ist man immer noch eher auf Seiten der Schwachen. Das heißt unseres Volkes. Vor allem gegen England. Interessierst du dich für Fußball? Weniger. Ja, was hast du mit Losern zu schaffen? Was hast du mit Losern zu schaffen, sage ich. Ja. Mhm. Jetzt, und das sollte man hier den Herrschaften auch mal sagen, eine Frau, die in Nevada Milliarden verdienen könnte am Glücksspielautomaten, sie jobbt bei uns hier im Urlaub. Ja? Was jobbst du? Ich sortiere Katzenfutter und Hundefutter in Regale ein. Das kommt an bei den Zuschauern. Wer Tiere mag, der ist beliebt. Ja? Du sortierst Katzenfutter? Ja. Also für Tiere oder für Senioren? halt von Vogel bis Katze. Die ja beide irgendwie zusammengehören im Kreislauf ja. Der Natur. Ja. Korrekt. Brauchen Sie nicht empören, da hat die Natur so eingerichtet. Ja? Das heißt in einer Tierhandlung oder im Supermarkt? Im sogenannten Futterhaus. Ja. Also es ist direkt für Tiere ausgerichtet. Was sagst du als Psychologin über Frauen, die Katzen haben? Sind sehr geschmeidig und sind halt vielleicht auch dominant. Wirklich? Also wenn ich jetzt ich muss halt ein bisschen länger drüber nachdenken. Es ist ja nicht so eine Sache, Psychologie ist ja nicht einfach so. Ja, für mich zum Beispiel Mr. Schnellurteil, ja, hat bestimmt eine Katze zu Hause. Ja, Pipelo im Kühlschrank, Katze auf dem Sofa, zerkratzte Unterarme und auch schon leicht getrübt, würde ich sagen, in der Lebensfreude. Katzen sind halt als Katzen, wir haben ja Katzen zu Hause. Ich spreche jetzt von der Frau. Sind schon ein bisschen psychisch. Ja, nee, klar. Aber ja, es kommt, ja. Die Katze gehört ja zusammen. Ja, ja, gehört dann ja zusammen und Katzen sind halt anstrengend. Aber sie sind so intelligent, oder? Wie deshalb Frauen... Katzen ja. Zusammen, ja. Also ich höre immer, Katzen sind denn Katzen intelligent? Mit Katzen hast du aber nichts am Hut. Magst du überhaupt Tiere? Ich mag Tiere, ja. Hattest du welche auf dem Dorf? Aha. Ja, zum Beispiel? Ich hatte zwei Hunde, zwei Katzen und dann im Laufe der Jahre hatten wir halt irgendwie einen Papagei und Kaninchen. Ja. Und ne? Und jetzt in Las Vegas irgendwie Schlangen, Gecko? Nee, manchmal kleine, wie heißen die hier? Wie heißt es auf Englisch? Cockroaches. Heuschrecken. So Kakerlaken halt. So. Kakerlaken? Ja! Ah! Kakerlaken. Diesen Begriff habe ich völlig aus meinem Wortschatz gestrichen. Weißt du, ich habe es früher für Mannschaften benutzt, die im Viertelfinale ausgeschieden sind. Und dann habe ich... Weg! Weg! Ja. Kakerlaken. Ja. Cockroaches. Im Apartment? Nicht in meinem, aber so in... Man muss ja sagen, Las Vegas ist einfach mitten in der Wüste. Ja. Ja, und da hat die Natur absoluten Vorrang. Zu Recht, finde ich auch. Ja. Oder? Mhm. Mich hat das so fasziniert bei den Parkplätzen. Vorsicht, Klapperschlangen. Wo das so ein Schild am Parkplatz ist mit der Klapperschlange. Ich bin gleich nur noch so hoch durchs Gebüsch gegangen. Ja. Ja. Du hast noch keine Klapperschlange gesehen? Nee. Wow. Hast du Angst vor Schlangen? Ja, also solange sie im Käfig sind, ist in Ordnung. Ja, aber Käfig nützt nicht viel. Das sind ja diese Gitter. Da klappen sie raus, weißt du? Muss schon schwere... Das ist halt in Las Vegas. Ich war in so einem Zoo. Ja. Und der wurde halt irgendwie mittendrin von irgendwelchen Mexikanern wieder aufgebaut. Vorsicht. Ja, nee. Ja. No? Oh, die kleinen lustigen Mexikaner bauen ein Tor. Die sind ja fröhlich, ja, nee, aber halt nicht so Präzisionsfanatiker wie wir. Ja. Und dann, die bauen diesen Zoo auf. Und die haben diesen Zoo gebaut und haben halt einfach nur so Gitter aufgestellt. Und dann geht man halt an den Käfigen vorbei und.
steht Coyote drauf und ist kein Coyote drin, sind aber Löcher genau unter den Gittern und mit Steinen vorgestellt. Also das ist Las Vegas und Zoo. Also vielleicht Natur. Es ist von Tour. Ja. Und man muss auch sagen, es sind Mexikaner, die ein anderes Verhältnis haben zu Tieren. Ein tolles, sympathisches Volk. Eigentlich eines unserer Lieblingsfreunde. Mhm. Aber natürlich andere Lebensart. Ich sage das vorteilsfrei, einfach nur mal als Beobachtung. Ja? Ja. Linda, come back, when you're all here. Ja, es war schön. Ja. Komm zurück und ich finde es toll, dass du gepackt hast in Amerika. Wie lange bleibst du noch? No, ich habe noch ein Stipendium für 2 Jahre. Ja, also und dann toll. Mal gucken. Ja. Ja. Ich glaube nicht, dass du noch mal wieder in Deutschland sesshaft wirst, weil Amerika ist doch irgendwie besser, oder? We'll see. Alles Gute. Thanks for coming. Linda from Nevada. Das hier, meine Damen und Herren, ist der aktuelle CD meines nächsten Gastes. Eine großartige Frau, eine wunderbare Künstlerin. Hat unter anderem die Titelmusik gemacht zu Ally McBeal. Und das hier ist neue CD, Heart and Soul, New Songs from Ally McBeal. Sie hören jetzt daraus Read Your Mind, Wanda Shepherd. The same love.
Schöffel. Das war's heute, meine Damen und Herren. Dankeschön, bis morgen Abend. Tschüss. Thanks very much.